Es sind drastische Maßnahmen, aber New York City weiß sich anders nicht mehr zu helfen wegen der Gefahr eines neuen Ausbruchs mit dem Coronavirus. Jetzt hat die Stadtverwaltung angekündigt, dass es Checkpoints geben soll an zahlreichen Brücken nach Manhattan, wie auch Tunnel, die in die Stadt hineinführen. Das Ziel ist, hier Menschen zu überprüfen, die von außerhalb New Yorks in die Stadt kommen. Laut den neuen scharfen Regeln müssen Besucher von New York City entweder einen negativen Covid-Test vorweisen oder sich 2 Wochen lang in Quarantäne zu begeben. Natürlich, wie das alles zu kontrollieren ist, war immer die große Frage bei diesen Maßnahmen. Jetzt allerdings verschärfen die Behörden ihre Kontrollen hier offensichtlich. Wie viele Menschen hier tatsächlich bei den Checkpoints bisher ins Netz gegangen sind, wurde noch nicht verlautet. Es scheint eher wie eine abschreckende Maßnahme. New York City steht möglicherweise vor einem neuen Ausbruch, auch wenn die Fallzahlen zuletzt wieder leicht zurückgegangen sind. Besondere Hotspots findet man in Staten Island. Das ist kurioserweise genau jener einzige Stadtbezirk von New York, der Donald Trump mehrheitlich unterstützt. Hier offensichtlich wird das Maskentragen nicht besonders ernst genommen. Zu Outbreaks ist es auch gekommen in Teilen von Brooklyn. Verantwortlich dafür sind mehrere unverantwortliche Massenhochzeiten von orthodoxen Juden, wo tausende Menschen ohne Masken zusammengekommen sind. Das wurde von der Stadt natürlich verurteilt. Eine dieser Synagoge musste eine Strafe von $15.000 bezahlen. Allerdings klar ist auch, dass sich das Virus deshalb hier ausgebreitet hat. New York City musste zuletzt die Schulen schließen, auf kompletten Online-Unterricht umsteigen. Das hat viele Eltern hier in der Stadt erzürnt. Sie verlangen vom Bürgermeister Bill de Blasio, diese Entscheidung zu überdenken.